Ja, servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, ich bin wieder unterwegs. Diese Weihnachtsschlemmer und Völlerei. Ein bisschen entgehen und ein bisschen was abbauen wieder. Und hab mir ein bisschen rausgetrieben. Wie ihr seht, Dschungelbuhr natürlich wie immer meine Lieblingsgegend. Und da ziehst du jetzt ein bisschen durch. Heute gibt's kein Schnitzel, heute gibt's kein Schweinsbraten mit Knödeln und so. Klingt zwar gut. Heute machen wir nur ein einfaches Superl. Also, wir haben heute so. Es ist kurz vor 12. Ich habe mich noch ein bisschen verabschiedet von der Hand, ziehe ich ein bisschen da durch den Dschungel durch. Kleinigkeit, Superl, Käfchen ist eh klar. Und noch mal ein bisschen wieder zur Ruhe kommen, vielleicht ein bisschen was nachdenken. Aber auf alle Fälle schauen wir jetzt einmal ein bisschen weiter. Schöne Schwammerl da drauf. Na, gehen wir mal. Wir haben so an die 5-6 Grad und schaut da wie immer ganz geil aus. Ihr wisst, ich stehe auf das. Naja, suchen wir dann wieder irgendwie einen schönen Baumstamm, wo ich mich hinsetzen kann. Und dann machen wir mal Superl. Oh, schauen wir wieder. Ja, Freunde, ich sage auch immer mein Dschungel. Und wenn ich solche Lianen sehe, die so dick sind wie mein Unterarm. Ach, gibt natürlich auch dünnere, aber wenn ich sowas sehe, ist das eigentlich wie im Dschungel für mich. Darum sage ich immer, durch meinen Dschungel. Wahnsinn! Schaut euch mal das satte Grün an. Echt super. So richtig flauschig, bötzig. Ich mag das. Ist eigentlich schon gigantisch. Meine, das hat einen eigenen Namen, ich weiß jetzt nicht wirklich. Ich bin alt, ich darf das vergessen. Ist schon gewaltig. Taugt mir. Ja, wenn man da sehen kann, da kommen immer wieder Asteln rüber. Schaut noch gar nicht so alt aus. Sollte man natürlich immer einen Blick nach oben werfen. Gut, heute ist Windstill da. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlicher, dass was rüberkommt. Ja, vielleicht der Baum da vorne als Platz auch für mich. Schauen wir mal hin. Oh, ich glaube, der macht sich da nicht so schlecht. Da könnte man es jetzt gut vorstellen. Ein bisschen am Ende ist, aber da oben schaut es gut aus. Ich glaube, da bleibe ich. Gefällt mir. Ja, da wollen wir es heute mal ein bisschen mehr gemütlich machen. Und werden wir mal mehr da ein paar aufspannen. So, da liegt ja genug Lampe da mal drum. Da werden wir sie ein paar Hering schnitzen. Ja, das Tomahawk ist schon scharf. Ah. Ja, Freunde, haben wir es jetzt ein bisschen gemütlich gemacht mit dem Tab. Ich zeige euch das gleich, wie ich das angespannt habe. Ja, wir haben da wie so ein Dach, glaube ich, so aufgespannt. Zwei Steher da vorne. Das eine mal da oben gespannt auf einen Baum und das andere oben am Boden. Hinten die zwei Wurzeln. Und ja, ich würde sagen, das schaut da ganz passabel aus. Ja, das war mein Lager. So haben wir es hergerichtet. Ein bisschen gemütlich gemacht, einmal was anderes. Nicht nur immer ratzfatz, sondern einmal richtig Start wieder aufgespannt. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie das geht. Ja, Tomahawk natürlich auch in Verwendung. Ja, ganz einfach, ich richte mir jetzt einmal meinen Solostoff her und mache einmal ein kleines. So,
haben wir dabei ein bisschen Holz klar gemacht. Und jetzt werden wir mal anzünden. Und ich glaube, das Dosel wird es vielleicht noch kennen, besonders einer. Vierte, das ist noch von dir, gell? Danke. Habe ich natürlich immer noch. Und habe ich mein Zunderzeug drin. Spezialfeuer zeigt natürlich wieder aus den Patronenhülsen. Geil. Ja, mein Solostoff gibt schon Gas und drauf mit dem Wasser. Und das Koch gibt es jetzt super dazu. Wie gesagt, da habe ich noch ein paar Pellets, die werde ich dann ein bisschen drauf werfen. Und geht schon. So, ein paar Pellets habe ich reingehauen. Hat gleich zu unten, brennt wieder schön. Ja, und dabei machen wir sich die Nudeln auf. Und ja, was habe ich nicht dabei? Mein Mara, das habe ich immer draufhängen jetzt auf dem NL, am Kampfrucksack. Und zum Öffnen haben wir natürlich ja, was Spezielles mit, was ja nach wie vor einer der geilsten Messer ist. Also das Vic Hunter Pro. Das schaut sowieso urgeil aus. Wahnsinn! Na, das kocht schon. Herrlich. So, da mal warm zu machen. Stehen wir schief, machen wir gerade. So, kommen wir mal die Nudeln rein. Ja, ich würde sagen, ich brauche da nicht mehr warten. Das hat sich erledigt. Und jetzt schmeckt man es einmal an. Ja, auf alle Fälle, Käffchen ist schon hergerichtet, kommt dann gleich drauf, bin ich gleich fertig. Also ein normales Superl kann extrem delicious sein. So, Stolo noch mal, Solostoff noch mal drum nachgelegt. Er wird auch gleich wieder brennen. Und dann kommt das Käfchen drauf. So, da mein Solostoff-Gas da. Und da hoffen wir werden aber da das Gitter, was ich mir da gekauft habe, Lüftergitter für den PC. Und brauche ich nicht so aufpassen, steht es besser drauf. Ja. Ich habe zwar heute so einen Thermosbecher mit, aber ich glaube, den werde ich wahrscheinlich heute nicht wirklich brauchen, aber ja, ich habe ihn halt dabei. Jo, herrlich! Käfchen ist fertig. Schönste Geräusch. Jo, Freunde. Gilt natürlich wie immer der erste Gruß meinen Krankensäseln und dann allen anderen Prost, Freunde. Wow. Der hält wirklich schön warm, ist ein kleiner Thermosbecher. War ein Weihnachtsgeschenk von einer Firma. Nicht schlecht. Na, dann ist das Tagerl ja da noch schön, weil obwohl es sind da oben etliche Wolken. Und da wird es ja gleich wieder eine vor die Sonnenschirm. Ja, wie gesagt, heute habe ich mir es wirklich gemütlich gemacht mit meinem Tab. Habe ich eigentlich immer nur das Kleine mit, das reicht ja vollkommen. 16 war im Wind geschützt, selbst wenn es regnet hat.
Man sieht es immer ein bisschen weiter zurück oder spannend zu fahren weiter oben. War es perfekt. Käfchen ist alle. Ja, in der Zwischenzeit ist 15 Uhr. Das heißt, die werden schon langsam wieder zusammenpacken. Das dauert eh noch eine Zeit lang. Dann habe ich noch einen schönen Weg noch zum Auto und dann gehen wir schon langsam zurück. War wieder eine schöne Zeit, hat mir sehr gefallen. Auch, dass ich diesmal wieder mal ein Stab aufgebaut habe, ist ein bisschen ein anderes Gefühl, so richtig heimelig, kann ich sagen. Es ist anders. Man klar, nur so, wenn man da sitzt, ist auch super, aber mit Tab ist so eine Spur kuscheliger. Dann machen wir es jetzt einen kleinen Grabstock. So, wir müssen ein kleines Loch machen. So, dann machen wir es wieder zu. Ja, Großteil ist einpackt. Da muss ich langsam mal das Tappen abbauen. Ja, Freunde, kaum habe ich abgebaut gehabt, hat es angefangen leicht zum Tröpfeln, aber ja, ist halt so. Passt, gehen wir. Bin jetzt am Rückweg und es nieselt da wieder leicht. Ja, macht nichts. Gehen wir. Ja, 3 Viertelstunden, dann bin ich wie ein Auto circa. Ja, vielleicht 35 Minuten. Schaut, wie der ausgeräumt ist. Ja, das sind definitiv Biberbaumwerk. Und wenn man nicht alles täuscht, ist da drüben ein Biberbau. Ja, wenn man sehen kann, das Ringer wird stärker. Ich gehe zurück in den Dschungel. Ja, Freunde, geschafft. Da vorne, da vorne, ist dann der Weg schon langsamer. Gehen wir. Ja, und jetzt sind wir gleich wieder zurück beim Auto. Ja, Freunde, mit dem schönen Ambiente hinter mir werde ich mich gleich von euch verabschieden. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und ein Servus die Malm und pfiat euch die Buben.